Nicht nur der Pflegeberuf ist einer mit vielen offenen Stellen, auch in anderen Bereichen gibt es einen Arbeitskräftemangel. Um Unternehmen und Jugendliche leichter zusammenzubringen, veranstaltet die Wirtschaftskammer ein Speed-Dating. Dabei treffen 230 Betriebe mit insgesamt 1.100 offenen Lehrstellen auf interessierte Jugendliche. Lukas Latinger war dabei. Startschuss für Wiens größtes Lehrlings-Speed-Dating. Im 10-Minuten-Takt treffen die zukünftigen Lehrlinge auf mögliche Arbeitgeber, so wie Assan, ein 15-Jähriger aus der Fachmittelschule Schaumburger Gasse im 4. Bezirk. Ich bin ein bisschen nervös, ja. Aber geht schon, oder? Ich glaube schon, ich werde das schaffen. Die Jugendlichen hier sind motiviert und vor allem sehr nervös, aber ja, mal schauen, was draus wird. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich mache Lehre über Kosmetikerin mit Fußpflegerin. Das ist mein Traumjob. Deswegen ich bin da. Ein wichtiger Termin auch für die Unternehmen hier, denn es werden Fachkräfte benötigt. Doch die Lehrlingssuche ist schwierig. Wir haben eigentlich keine Probleme mit Quantität. Ja, wir haben ca. 250 Bewerbungen pro Jahr, aber es geht wirklich um die Qualität. Und wir sind super selektiv, weil das doch die Basis für eine gemeinsame schöne Zukunft ist. Ja. Es gibt Jugendliche, die Interesse zeigen natürlich, aber da die richtigen herauszufiltern, ist oft eine Herausforderung. Die Zahl der Lehrlinge in Wien ist zwar in den vergangenen 4 Jahren gestiegen, doch die Wirtschaftskammer, die das Speed-Dating heute organisiert, kennt die Probleme. Was wir beobachten können, ist das Niveau immer wieder gesunken, ja, leider. Woran hapert es da am meisten? Schulisches Basiswissen. Ich glaube sogar, dass in der Schule oft zu vertieft irgendwo reingegangen wird und die Basics verloren gehen. Das kleine Einmaleins, einfache Deutschkenntnisse und dergleichen. Doch hier beim Speed-Dating hofft man quasi auf Liebe auf den ersten Blick. Heute und in den nächsten 3 Tagen werden hier insgesamt 1.100 Lehrstellen in rund 100 verschiedenen Berufen angeboten. Jeder Tag mit einem anderen Branchenschwerpunkt. Glauben Sie, dass es ein Match heute gibt? Hoffen wir, ja. Also bei so vielen Bewerbern hofft man, dass jemand dabei ist. So wie bei Assan. Ist gut gelaufen, er war auch freundlich und so. Ja. Lehrstelle fix? Fix? Nein. Also ich habe eh noch 2 Gespräche. Also ich werde schauen, welches mir mehr gefallen hat. Dann werde ich es mir aussuchen.